Willkommen zurück zu Pokémon Uranium! Wir waren hier, also ich bin jetzt mal vorgelaufen zu dieser Höhle, wo wir hin müssen. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal da rein. Wow, es ist laut. Es ist echt laut. Ach so! Erster Weltkrieg! Rückt vor, Männer! Los! Wir müssen kämpfen! Ich muss ja noch Pokémon Stärke erlernen, stimmt ja. Back. Die sind ja in dem Sack drin von unserem grenzdebilen kleinen Jungen hier. Okay, Jirkan, Gamabunta oder das Sorgenkind? So, das war keine schwere Entscheidung. Das ist einfach so geil. Was ist das denn? My Specimens. Das ist meine Spezialität, verstehe ich das richtig? Oh, keine Ahnung. Und weg ist sie. Ach so, Fossilien! Razor Fang. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Razor Fang. Flinchen. Gif. Egal. Hi. Oh, this one looks nearly perfectly preserved. There must have been. Of a lava flow covered out by the ocean. The fur. It's very important. Also, da geht es jetzt einfach ums Fossil und wir müssen jetzt darum kämpfen, so ein Fossil zu erhalten. Also, sie ist uns eigentlich gefolgt und wir seien jetzt schuld oder sowas. Na, schön, Sorgenkind. Gamma Ray. Vierfach effektiv sollte reichen. Oder auch nicht. Vierfach effektiv auf mich, das reicht für mich. Weil wir haben das Sorgenkind hier. Vergesst das nicht, Leute. So. Gamma Bunta. So. Ich hoffe, man hört die Waschmaschine nicht. Wartet mal kurz. Während hier mal die Pokémon kämpfen, komme ich gleich wieder. Alter, wie einfach dieses Vieh reißt, wie blöd. Fehlt ja nicht mehr viel. Komm, Ryuara, mach es jetzt zu Ende. Klar, nichts effektiv. Ah, und es reicht nicht. Glaskanone, du stirbst jetzt sicher. Ich kenne dich. Wow, nicht mal. Okay, gut. Quick Attack. Aber ich glaube, die hatte noch ein zweites, ne? Yay, Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Sableye. Was? Warum? Okay, Sableye. Also Sableye ist, so wie er ist, für die, die es nicht wissen. Aber das ist extrem kacke, weil Sableye hier noch eine Resistenz gegen alles irgendwie hat. So. Das war Abschlag. Okay, Jirkan. Bleibt mir keine andere Wahl. Ja, es macht so wenig. Finte. Versuch's mal damit. Ah, sauber. Oh, Level 30. Drillgun. Das ist der Drill Sergeant, ey. Metroid.
Okay, das ist ein heftiges Vieh. Aber was bist du nur? Gut, sowas in der Art schon mal nicht. What the fuck? Okay. Sibim! Das ist ein Unlichttyp? Das da! Was? Alter, was? Verstehe ich jetzt nicht. Aber die hat schon vollmächtige Pokémon. Ich bin total... Ich habe mich jetzt gerade letztens doch drin... Warum? Ich wollte nicht Dark Pulse einsetzen. Okay, es ist geflincht. Da hatte ich jetzt gerade noch Glück. Silverwind. Das wollte ich einsetzen. Manu. Das macht auch nicht viel mehr. Mann. Aber zum Glück ist es gegen Xero. Oh, das soll nicht sehr, sehr effektiv sein. Xero, bitte, streng dich ein bisschen an. Come on. Ja, na klar, jetzt noch ein Schwertanz drauf, weil es nicht ganz schlimm genug war. Und das ist das Aus für Xero. Lebewohl. Lang ohne Frieden. So. Schirka. Räusper. Mega Drain, mach es zu Ende. Irgendwie ist unser Starter immer der Letzte, der übrig bleibt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich mir vermutlich das Beste zum Schluss aufhebe. Indiana Jones, meine Fossilien. Okay, du hast gewonnen. Ich gebe dir... Off Mama. Pokémon that lived... the first was known... It's lightning fast strikes. The second had the strength and power of a mighty glacier. Hair fossil, Haar fossil und Tusk. Oh, was heißt Tusk? Oh Mann, ich hab doch keine Ahnung, ich will nicht das Falsche wählen. Oh Mann, ja, das ist jetzt echt schwierig. Soll ich es googeln? Nee, das nimmt mir all den Spaß weg. Spaß. Das nimmt mir all den Spaß weg. Nee, Hair oder Tusk? Also das vorher war Lightning und das hat sie als erstes gesagt. Jetzt nehme ich auch das erste. Weil Lightning klingt so nach Elektro und ja, ich habe das Gelbe bekommen, das ist gut. If take the fossil to the lab in Rochvale, they have the technology to bring it back to life. Aha. Also ich muss jetzt... My bridge! Yes! Mein Schatz! Wir werden nie wieder auseinandergehen! Teilen! Teilen! Ich nehm's jetzt auch. Forever Fossil! Yes, my precious! Ist krank. Ist so krank. Gut, wir haben das abgeschlossen. Gehen wir nach Rochvale. Ich dachte schon, der läuft jetzt auf uns zu und möchte was von uns. Gut. Ich will das Fossil. Ich wollte nur noch wissen, wo Rochvale war. Ich habe Rochvale gefunden. Zuerst muss ich was ablegen. Und das ist natürlich unser kleines, tolles... Ich sage es jetzt noch nicht, es ist nämlich Sorgenkind, ja, 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 ja. Weil, ja, ich, was will ich damit? Guckt es euch an, guckt euch an, wie sich die Shiny-Farbe verändert. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Ist es nicht schön? Trust. Also das ist sogar stärker als das, was ich besitze. Stockpill. Radio Acid. Naja, also wirklich, ich habe schon so viele Pokémon gefangen. Gut. Holen wir uns das Fossil. Wo waren die? Also wo ist denn genau dieses Labor?
Wo ist denn dieses Labor? Nein, 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 schon gut, schon gut. Lala, da, 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 da. Das sieht mir nach einem Labor aus. Ah, du machst das. Slot Home. Eigentlich schon, ja. Ah. Jo. Ich nenne dich, Flash. Level 5. Electric Rock Type. Ich muss ehrlich sagen, das Ding ist scheiße hässlich. Ich würde mal sagen, wir machen es jetzt so. Ich werde jetzt nochmal neu anfangen. Also neu anfangen, das Spiel nochmal neu hochstarten. Und dann sehen wir uns das zweite Fossil an. Also bis gleich. So, da melde ich mich zurück. Und wir werden das zweite Fossil reviven. Wie sieht es aus? Es hat einen Stachel. A fossil and an ancient Pokémon that live in the plains. It appears to be a part of a tusk. Snowpatch. Ein Schneeelefant. Ein Schneemammut, besser gesagt. Ein Eis-Pokémon, ein Eisgesteins-Pokémon wird das sicher sein. Ist es nicht gerade schlau... Oh, es ist sogar ein Weibchen. Ist es nicht gerade schlauer als das andere? Also, es ist sowieso Level 5. Was mitnehmen werde ich es nicht. Aber... ja, also... pff. Naja, egal. Wie dem auch sei. Aber ich will das Sorgengenehmer mitnehmen. Poison Nuklear, Poison Nuklear. Das sieht so geil aus. Radio Acid, Crunch, Stockpile. Soll ich vielleicht mal ein S mitnehmen? Ich habe noch nie einen Arbok trainiert. Geschweige denn halt ein radioaktives. Also der Attack ist schon mal höher, aber das liegt jetzt gerade mal daran, dass es halt das Wesen hat. Wie heißt es? Angriff erhöht, das ist Adamant, also hart. Warte, nie richtig? Modest. Das ist nicht mäßig. Das ist nicht mäßig. Mäßig ist umgekehrt. Mäßig ist, wenn der spezielle Angriff erhöht wird und die Attacke gefallen. Da habt ihr Scheiße gebaut, Leute. Aber böse Scheiße. Ja, ich habe diesmal im Kampf ein bisschen anders, bin ich an die Sache gegangen. Deswegen ist jetzt nur gerade Shere Khan auf Level 30 gekommen. Ich jetzt einfach mal... ja, ich nehme jetzt Trusty Mimikam. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich hin? Ich habe nämlich keine Ahnung. So, jetzt gehe ich noch in den Bag, weil vielleicht gibt es ja Sachen, die das liebe kleine Dingen da auch noch lernen kann. Zum Beispiel Dark Pulse. Ja, aber es hat schon Crunch, stimmt. Also, ja, hier steht eine Person, die ich jetzt gerade gesagt habe, ja, stimmt, das recht. Nö, ich bin hier alleine, wie immer. Allein. Rick Break, das könnte es noch lernen. Also, Aerial Lace könnte es noch lernen. Kann vielleicht mal jemand Durchbruch lernen von euch? Nö, warum auch?
Return Sunday in Bauerpalazit. Okay, gut, dann nehme ich. Ja, ich nehme so mal ein bisschen Trust in Me mit. Und da soll ich einfach Steine mitnehmen, einfach so, weil. Das ist schwierig. Du kannst auch noch 5 mit ins Haus rein und wieder rauslaufen. Nö, ja, dann habe ich schon wieder ein Poison Tab dabei und das will ich irgendwie nicht. Ich muss mal irgendwie. Ich brauche ein neues Teammitglied. Vielleicht bekomme ich irgendwann mal was Neues, was mir gefällt. Hoffe ich. In Klammern. Ich will ja den Drachen mitnehmen, diesen Eisendrachen. Das wird das wirklich das nächste sein. Bitte habe ich 3 Stahl-Pokémon. Also Xero wird auch fliegen, so viel steht fest. Mann, ich will so viel mitnehmen. Gut, also so Neues. Ich ändere mein Team wie meine Unterhose. Das ist täglich. Gut, ja, wo muss ich hin? Was ist mein Ziel? Ich habe noch ziemlich viele Arenen zu machen. Wo sind denn die? Also in dieser Stadt war ich. Ja, okay. Winnerville, da war ich. Da war ich auch in Legentown. Das ist die Champion Side. Now Touch City. Kevlar Town. Moki Town. Burloway Town. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Da komme ich nicht durch. Mann. Ich wüsste mal zugeben, wo ich hin muss. Was mich auch mal interessiert. Was ist mit denen hier raus? Pokepot. Habe ich noch nie benutzt. Mit epischer Musik suchen wir uns den Weg zurück, denn ich muss was holen. Wo ist der Markt? Ich brauche ziemlich viele Schutze. Hat diese Scheißstadt keinen Markt? Ach da. Nur normale Schutze, na toll. Egal. So viel könnte ich mir leisten, krass. Ich kaufe mir jetzt einfach mal 30? Ja, komm. Ich brauche es. Ich brauche das. Jetzt regnet es natürlich. Voll episch. Voll epischer Regen. Lalalalalalala. Und der Regen hört auf. Da. Laufen. Repel. Einsetzen. Repel. Repel. Einsetzen. Oh ja. Repel einsetzen, machen wir doch so gerne. Wir setzen einen Repel ein. So. So, da war das Zuchthaus. Bada 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 bada. Das ist eine Höhle. Das ist eine fucking Höhle. Wie komme ich da hin, Mann? Ich will da rein. So, ich gehe jetzt einfach mal in dieses Naturschutzgebiet. Darf ich mal... Leute! Aha. 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 Und wo soll ich hin? Aha.
Okay. Sagt mir hier niemand, wo ich hin muss? Hey Mann, ich habe Stärke eingesetzt. Willst du mir nicht Stärke geben? Kiddo, kannst du mir weiterhelfen? What happened to the Rangers? I could have... But I guess it might be able to save anyway. A bit longer, I think I just go on. To Baikal. Nach Borleo Town and then move the rock that blocking the way to Baikal Rainforest, right? Borleo Town, Borleo Town, Borleo Town, Borleo Town. Ich will ein Ticket. Borleo Town. Und jetzt muss dort irgendwo ein Stein sein. Also erstmal, ist ja gut und recht, dass ich hier... Also das Rad ist ja schon noch irgendwie verbuggt, ne? Ja! Wo geht's denn zu dem Regenwald? Ich will das jetzt wissen, denn ich will zum Regenwald. Ich will zum Regenwald, zum Regenwald, zum Regenwald, Wald, Wald, Wald. Also ich habe ja, wie das, hier war ja dieses Strandgebiet, willst du kämpfen? Ich habe ja von manchen die Nummern, aber ich weiß natürlich überhaupt nicht mehr von wem. Und man kann das ja mal ausprobieren. Warte, wenn ich ja jetzt Stärke brauche, dann müsste ich vielleicht wieder unser kleines Sorgenkind mitnehmen. Du, 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 du. Du, du, du. Ist dann rausgeschmissen wird. Ja, ich habe diesmal Sorgenkind Stärke beigebracht. Ich weiß, letztes Mal war es bei Fortak. Aber ist klar. Ist es egal. So. Ein Regenwald. Schaut mir den Radio aus, Mann. Schaut mir den Radio aus. Was ist denn das? Okay. Ich switche gerade hier mal alles durch. Eigentlich möchte ich ja das Radio ausschalten. Kann ich das Ding auch irgendwie ausschalten, Mann? Vielleicht, wenn ich in einen Kampf komme. Ich hoffe es.
zu kämpfen. Ja, hier sieht es noch gar nichts aus. Was schön, ich glaube, ich muss das Headset anders stellen. Ich bin, glaube ich, ziemlich leise. Vielleicht ist es so besser. Ich weiß nicht. Nee, hier geht's nirgendwo hin. Halt, willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Was ist mit dir? Yeah! Nein, warum? Das ist Kacke! Auf damit! Das war Horta. Da da. Okay. Daneben Ryohara. Ryohara Flameburst. Daneben Sorgenkind. Sorgenkind Gamma Ray. Sauber. Jetzt werden einfach die Erfahrungspunkte extrem gesplittet. Yeah! Yeah! So Leute, aber der Part ist auch schon lange genug. Ich suche dann beim nächsten Mal weiter. Haut raus!